Union. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden Frauenclubs verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es die Verbände, die dem organisierten Fußball der Frauen einen Riegel vorstellten. Erst ab 1972 wurden wieder österreichische Fußball-Damenmeisterschaften ausgetragen. Die Argumente, die Damen waren auf Frauenstadien, erzählt Nicole Sen. Es begegnet Fußballspielen den Frauen heute auch immer noch, das sieht nicht schön aus. Aber ganz groß war auch immer, das ist gesundheitsschädigend. Also es gab die Idee, das schadet den empfindlicheren Organen der Frauen. Also es ist eine ganz starke Idee von...